Steffen und Jonas hatten sich gefragt, wie groß wohl der Pool ist. Die Angabe war 0,5 A, aber das haben sie noch nie gehört vorher und fanden das auch ein bisschen komisch. Aber unter Quadratmetern konnten sie sich was vorstellen und das Ergebnis war ja auch 50 Quadratmeter. Somit müsste also der Pool wahrscheinlich 10 mal 5 Meter groß sein, ungefähr. Und das ist ja schon ganz schön groß für so einen Pool. Also, wir haben das dann mit unserer Einheitskette gelöst, das Ergebnis, und konnten dann auch sagen, Mensch, mit Quadratmetern können wir uns auf jeden Fall viel, viel besser anfreunden und da können wir uns auch viel mehr drunter vorstellen. So, jetzt haben wir eine neue Aufgabe hier. Und da geht es darum, dass wir die Flächenangabe 5000 Quadratmeter in andere Flächenangaben umrechnen sollen. So, und da fangen wir mal mit der A an. Da haben wir jetzt erstmal die Forderung, wir sollen 5000 Quadratmeter in Dezimeter umrechnen. Ich habe dir hier die Einheitskette auch nochmal aufgeschrieben, sodass wir uns hier gut zurechtfinden können. Wir müssen also von Quadratmetern zu Dezimetern, also diesen Schritt hier machen. Und von 1 auf 100 kommt man nun mal mit 100, also mit mal 100. Und genau das müssen wir jetzt hier auch machen. Wir haben 5000 Quadratmeter. Schreiben wir es mal auf und rechnen die mal 100. Das bedeutet, wir hängen an die Zahl 5000 einfach zwei Nullen dran. Das sind 5000 und noch die beiden Nullen da dran. Und jetzt guckt man sich die Zahl an und fängt von rechts an, die Nullen abzuzählen oder beziehungsweise die Stellen abzuzählen. Und nach drei Stellen macht man einen Punkt. Und so sieht man dann auch gut, was das für eine Zahl ist. Das ist jetzt 500.000. Und weil wir ja zu Dezimeter im Quadrat wollten, also zu Quadratdezimeter, müssen wir das jetzt eben auch als Einheit hinten angeben. Also Quadratdezimeter. Somit ist eigentlich auch schon diese Aufgabe A gelöst und wir können jetzt schon zur B gehen. Bei der B ist es so, da geht es jetzt um Quadratzentimeter. Da wir jetzt diesen Sprung von den 5000 Quadratmetern schon gemacht haben zu den Quadratdezimetern, müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Sprung machen von den Dezimetern zu den Quadratzentimetern. Und das ist jetzt eben auch wieder zu schaffen, indem man mal 100 rechnet. Gut, also in B können wir uns jetzt unsere Teillösung hier schon nehmen. Das ist nämlich 500.000 Quadratdezimeter und die rechnen wir nochmal mal 100 und da müssen wir jetzt quasi an die 500.000 und da lasse ich jetzt erstmal den Punkt weg, weil an diese 500.000 kommen jetzt nochmal zwei Nullen dran und damit verschieben sich auch die Punkte, die man dann da setzt, um die Zahl zu erkennen. Also gucken wir wieder von rechts. Die ersten drei Stellen sind hier, nach den ersten drei Nullen mache ich einen Punkt und dann mache ich wieder einen Punkt und dann sehe ich, das sind 50 Millionen und wo wollte ich hin? Quadratzentimeter, also muss ich das als Einheit auch mit da anfügen. Gut, kommen wir jetzt zur Aufgabe C. Bei der Aufgabe C haben wir die Angabe, dass wir das in A umrechnen sollen. Das heißt, wir und bringen jetzt diese Teilergebnisse, die wir vorher hatten, nichts. Denn wir müssen jetzt ja zu A, das heißt von Quadratmetern auf A, also von 100 Quadratmetern auf ein A. Also 100 Quadratmeter machen halt ein A aus. Also von 100 auf 1 kommt man nur, indem man geteilt durch 100 rechnet. Geteilt durch ist immer ein bisschen mühseliger als mal, aber wir kriegen das hin. Also fangen wir erstmal an mit unserer Angabe. Das sind 5000 Quadratmeter und jetzt müssen wir diesen Schritt hier machen und deswegen geteilt durch 100 rechnen und wir wollen ja zu der Angabe A. Hier ist es noch schön einfach, weil wir teilen jetzt durch 100, das bedeutet die Zahl, also der Dividend, durch den quasi jetzt hier geteilt wird, oder der geteilt wird, besser gesagt, der verliert jetzt hier genauso viele Nullen, wie eben diese 1 mit den Nullen hier Nullen hat. Eine 100 hat 2 Nullen, also verliert der Dividend 2 Nullen. Somit ist das hier 50. Du kannst das natürlich auch immer nochmal, ich weiß nicht, ob ihr einen Taschenrechner benutzen dürft, wahrscheinlich nicht. Wenn ihr einen Taschenrechner benutzen dürft, tippst du es da ein. Wenn ihr den nicht benutzen dürft, dann würde ich das auf jeden Fall immer schriftlich nochmal nachvollziehen. Wenn du gut bist und wenn du schon viel Übung hast, dann siehst du es natürlich auch hier. Also haben wir hier insgesamt 50a, weil wir hier die beiden Nullen einfach gestrichen haben.
Okay. So, jetzt war das schon die C. Es geht super schnell. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch die D hier vor uns. Und die machen wir hier unten rein. D. D in Hektar. Okay, den Schritt haben wir jetzt hier schon gemacht zu A. Jetzt müssen wir also noch diesen Schritt hier machen zu Hektar. Ein Hektar sind 100 A. Also müssen wir hier die A-Anzahl nochmal durch 100 teilen. Denk immer daran, wenn du in den Einheiten größer wirst, dann musst du durch den Faktor teilen oder beziehungsweise durch den Divisor. Hier ist es so, dass man jetzt von A auf Hektar will. Also man will eine Einheit hoch. Somit muss die Zahl kleiner werden, die man rausbekommt. Und damit man eine Zahl kleiner macht, muss man teilen. Beim Malrechnen wird sie ja größer. Also schau mal hier. Von Quadratmeter ausgängig in die linke Richtung teilen, in die rechte Richtung mal rechnen. Je nachdem, ob du eine größere oder eine kleinere Zahl herausbekommen musst. Okay, aber jetzt erstmal zur Aufgabe. Wir hatten hier als Teilaufgabe 50a schon raus und müssen diese Anzahl jetzt einfach nur nochmal durch 100 teilen. 50 durch 100. Das ist immer ein bisschen schwierig zu rechnen, am besten immer mit einer Nebenrechnung. Also 50 geteilt durch 100. Es ist jetzt einfach die Frage danach, wie verschiebe ich das Komma? Wir haben jetzt hier eine 50 und da packen wir uns einfach mal einen Komma dazu. Also Komma, dann 0 und dann nehmen wir einfach nochmal eine 0 dazu und meinetwegen auch noch eine dritte. Damit verändert sich die Zahl 50 nicht. So, wenn du jetzt geteilt durch 100 rechnest, dann verschiebst du das Komma nach links. Also muss das erst dahin, dann muss es dahin. Und da bleibt das Komma, weil du hast ja nur zwei Nullen. Also hier das Komma setzen. Somit Komma 5, 0 und diese ganzen anderen Nullen schreiben wir da auch nochmal mit dazu. So, aber Komma 5, 0, 0, 0 schreibt man nicht, weil da muss dann also auf jeden Fall noch eine 0 davor, damit das Sinn macht. 0,5, 0, 0, 0, 0. Nullen kann man sich hier hinten immer sparen, also machen wir das nochmal ein bisschen schicker, ist also 0,5. So, und jetzt geht's auch los, dass du für Mathe ein richtiges Verständnis kriegen musst. Wenn du sowas hier hast, wie 50 geteilt durch 100, dann musst du schon erkennen, dass 50 die Hälfte von 100 ist. Aber, dass man eben hier noch nicht teilen kann, weil die 100 nicht in die 50 reinpasst. Also, nicht einmal komplett da rein. Wenn du das jetzt schriftlich machen würdest, würde das bedeuten, 50 geteilt durch 100. Ist gleich, die 100 passt nicht ganz in die 50, also schreibst du dir erstmal nochmal eine 0 hin. So, dann schreibst du quasi hin minus 0, das heißt du hast quasi einen Rest von 50 und darfst dir jetzt hier eine 0, die nicht da ist, die eigentlich nicht da ist, darfst du dir aber runterziehen. Dann hast du hier 500, aber wenn du eine 0, die nicht da ist, runterziehst, musst du hier ein Komma setzen. Das ist das Wichtige. Und 500 geteilt durch 100 ist eben 5 mal möglich und bleibt dann auch ohne Rest über. Und somit ist das Ergebnis 0,5. Also entweder schriftlich oder mit dem Komma verschieben kommst du hier ans Ziel. Das bedeutet, das Komma muss sich jetzt nach rechts verschieben. Also 2,7 schieben wir das einmal nach rechts, dann haben wir eine 27. Mein Weg auch 27,0. Verschieben wir das jetzt nochmal nach rechts, dann ist das hier, dann haben wir eine 270.